Wir sind jetzt im 10. Spieltag der German Challenge League gegen die liebe Tiger Lily und gegen ihr overpowered Team, gegen mich, versus me. Ja, wir haben in den letzten drei Kämpfen gesehen, dass ich alle drei Kämpfe verloren habe. Bedeutet für mich, zu gewinnen, 5-5 und das wäre super kacke. Deswegen war mein Plan, 6-4 hier zu gewinnen und ja, ich habe mal wieder ein cooles Team. Mein Team mit. So cool ist es. Es ist schon ziemlich cool, aber ja. Wir sehen da ein paar Threads, aka Anura Slimehawk, aka Gortrom, aka Staraptor, aka Akani war nicht jetzt present. Barakiefer auch nicht. Ja, gegen Barakiefer. Ich weiß gerade nicht, ob der Eiswenker kann. Ich weiß nicht, ob er aus Combat kann. Mensch. Aber ja, der war halt ein großer. Mein Megastil war mein Staraptor-Checkmate zum Beispiel. Mein. Was mein Sharpshooter? Nee, es war mal Alola Slimehawk Check. Ich weiß es nicht mehr. Wir an. Wir gehen jetzt rein und let's go. Wir wünschen natürlich kein Glück, wir wünschen Freude. Und da kommt der Flip Turn Crit und erstmal weh. Und da kommt ein Mack Hallo da rein mit seinem Finger. Denkpulsen. AV. War mir eigentlich klar, dass er AV sein muss. Pursuit. Wow, okay. Poison Touch Up. Die Arc of Barry bitte nicht. Also. Dankeschön dafür. Und geh einfach Horsepower, weil, yo, der Horsepower ist hier immer der Play. Und Jesse. Da kommt der Toxic, der super gut protected wurde von ihr. Buckaloader, kommt rein. Für den Shadow Ball, weil ich schon wieder ein Offen. Oder bin ich ein Offensives? Da kommt der Knock, bitte, ich habe keine. Toxic Recovery tut auch so rum. Ja, wie. Ich mich hier hoch. Warum ich mich nicht gegen kann? Ich weiß es nicht. Akani kommt dran. Damit Ding. Kommt der Schaden. Aber jo. Der Koffer einfach da. Auf. Leider geht sie hier schon weg. Das hat mich ein bisschen dran gemacht. Kommen wird. Das Fenster war mir eigentlich klar, aber ich würde vielleicht nicht da reingehen. Ich hätte einfach. Keine Ahnung, warum Boxing Sand so gut ist. Eigentlich nur. Ich habe ziemlich gute physische Offensive. Vergiss, was ich gesagt habe. Da kommt der Grizzly, der echt viel Schaden macht mit Live-Orb und ja, wir sind wieder voll mit unserem Mark und oh, heiß ich mag L teilnehmen? Ich weiß es nicht. Echte teilnehmen? Ich weiß es nicht, was mein Name-Theme ist. Entweder auf dem Protect. Das kommen wir hier wieder. Ich überlebe deswegen Roll und nicht drücke ab und so, rein ich safe und bin auch rübergegangen. Ich erinnere mich. Akani kommt rein, ich knock offe, rein. Er geht in sein Skipan, ich gehe mein Jesse rein. Das Combat. Ich dachte mir so, okay, cool. Ich will Barakiva den Kill. Lieber Pelosan. Ich drück mal. Ja, ich wurde darauf ein bisschen geblamed auf diesem Play, weil egal, sie könnte missplayen. Warum sollte hier sie jetzt auf dem Play? Wäre dumm gewesen. Knight kommt rein, Dragon Claw kommt und macht gar nichts. Gar nichts. Und das macht immer noch nichts. Langsam. Fuck, also das war. Der Ausbau und es macht Schaden. Derp. Da kommt der Shore ab und ich habe gehofft, dass er keinen Shore ab hat, aber sie Shore ab hat. Und ja. Magal oder der Mismatch hat. Der wird durch die Poison. Schade dafür. Ich gehe meinen Not rein. Ich, Top 6, ja, also es hängt die Leuten. Weiß es nicht. Ich bin wieder ein Cursed, sehe ich. Ich meine Cursed. Eieiei. So. Er geht in 20 Cent. Komme ich für den Burn? Ja. Dritter Kampf hintereinander, wo mein Not geburnt wird.
Yay. Das macht Spaß und Freude am Game. Ey, ich bin gar nicht so realistisch. Ja, in allen drei Kämpfen, die ich das gespielt habe, fucking, Bernd. Ey, hier gehe ich auf meinen Baldur und versuche halt den Lowkick zu killen. Knock euch hier und er kriegt natürlich Poison Touch. Sie. Sorry. Dafür, er geht rein, das wäre klar, ich drücke hier Eyeshot und ja, der Poison meldet halt nicht, weil Bernd. Nee. Dinge sind. Ja, Blitz. Auch einen Burn mit Flair. Da kommt Scorching Sand, 82%. Ganz. Kriege das, der Blitz ist. Und man könnte sich vorstellen, jo. Knight macht das ja alleine. Macht 37% am Beating. Hat mein Speed zerstört. Ich war ein Scarset, sonst. Nee, ich hätte gewonnen in keiner Bitte, aber. Wir verlieren hier 3-0 unsere Siegesserie. Gibt's. Kennen sowas wie. Ja, Handykampf Nummer 4. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Graf Spooky Handy gekämpft habe. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wir hoffen mal, dass wir 6-6. Auf 6-5. Auf 5-6. Ja, in diesem Kampf haben wir gegen Dennis den Kampf. Und der Kampf kann ich mich freuen, weil. Keine Ahnung, das Matchup fand ich gut. Andere Matchup. Kacke. Ja, wir sehen uns bis dann. Ciao. Euer Marc. Bye, bye.